Qigong für Weicheier. Jetzt im Qigong Club. Ich habe mal versucht, so die Blockbuster-Hollywood-Film-Ansagen, so diese Stimme, ich komme da mal nicht drauf klar, wenn die versuchen, so mächtige Ansagen zu machen und so weiter. Nee, bei uns geht es heute ganz im Gegenteil darum: Qigong für Weicheier. Jetzt im Qigong Club. So ungefähr, also für Weicheier. Das genaue Gegenteil. Wir sind heute keine Helden, keine Superstars, nix. Wir sind einfach nur irgendwelche Luschen, die hier rumhängen, versuchen im Gleichgewicht zu bleiben. Aber wir haben jede Menge Spaß dabei. Das ist unser erster Vorteil, den wir haben. Und Qigong für Weicheier. Ja, ich bin dabei. Und darum geht es heute kurz und knapp, für meine Verhältnisse kurz und knapp, in diesem Video. Was bedeutet Qigong für Weicheier? Ja, also nicht von wegen, du bist von vornherein Weichei und naja, dann kannst du die 5 Übungen machen. Und wenn du irgendwie besser bist als Mensch, kannst du auch was anderes machen. Nein, ganz im Gegenteil. Es geht um den Spirit, wie, auf welche Art und Weise wir Qigong üben. Und da haben wir das alte Thema, das ist aus meiner Sicht mit das wichtigste Thema im Qigong, wenn du die Übung oder ein Übungssystem beherrschst, ist die kontinuierliche Praxis, die Kontinuität im Alltag. Wie schaffen wir es, Qigong im Alltag wirklich zu üben, dass Qigong stattfindet? Nicht nur, dass wir die Übungen kennen und wissen, wir müssten eigentlich, sondern ich sage nur Stichworte innerer Schweinehund, ne, die, alle Motivationsgeschichten, diese innere Kraft, dass wir uns nochmal bewusst machen, Qigong zu üben, uns hinzustellen. Dafür brauchen wir eine Grundmotivation. Und Motivation ist nicht nur, ich würde das ganz gerne mal, sondern wir brauchen eine innere Kraft, die uns dazu führt, dass wir zum Übungsplatz kommen. Eine Disziplin. Disziplin ist eine Art von Kraft, von Energie. Ja, und gerade, du wirst es wahrscheinlich kennen, ich kenne es auf jeden Fall, gerade wenn wir am meisten Kraft brauchen, weil wir keine Kraft haben, zu viel Stress, zu viel Energie ist weg, wir sind krank, was auch immer, Dann, genau dann, wo wir Qigong brauchen, fehlt uns meistens oder oft die Kraft, uns dann an den Übungsplatz zu stellen und zu üben. Ja, und das ist wie ein innerer Widerspruch, wo man denkt, hey, eigentlich sollte man doch gerade, wenn man zu wenig Energie hat, dann üben und nicht, wenn man genug Energie hat, dann noch üben. Ja, diese Frage, das ist heute genau diese Weicheierfrage. Also wie hart muss man sein, wie viel innere Kraft brauche ich, um Qigong zu üben? Und ich würde sagen, ich mache mal an dieser Stelle Werbung für uns Weicheier, dass ich sage, wenn der Alltag nur hart genug ist zu uns oder das Leben nur hart genug ist oder es sich anfühlt, vielleicht ist das Leben ja sehr weich, aber vielleicht ist es für uns gefühlt hart, bitter. Das kann immer mal wieder sein oder phasenweise sein, dass wir überfordert sind, das Gefühl haben, mit unserer Gesundheit geht es bergab oder wir verlieren so ein bisschen die Kontrolle über uns, über unser Leben. Das ist erstmal kein großes Problem. Nur, wir brauchen Qigong. Und wie machen wir das? Und Tipp 1 von mir ist, damit wir wirklich kontinuierlich, langfristig Qigong in unser Leben integrieren können, ist, dass wir uns nicht zwingen, sondern dass wir uns eher, und das ist so ein Tipp, da werde ich auch noch in vielen Videos drauf eingehen, es wird auch noch in Zukunft wichtig sein, dass wir uns ich sage es mal so, ein Beispiel, zum Beispiel Qigong-Projekte machen. Dass wir also nicht sagen, ich kann die 5 Übungen und die übe ich jetzt für immer. Oder Stehübung, ja, hat mir gut getan, übe ich jetzt, muss ich für immer üben, weil ich kann es nicht mehr ohne diese Energie ertragen. Ohne war schon schlimm mit der Stehübung, da läuft es jetzt, aber ohne geht nicht, muss ich. Weißt du, wie sich das anhört? Wie eine Gefängnisstrafe. Du verurteilst dich zum Qigong, weil du weißt, dass das vernünftig ist zu üben. Und dann gibt es die Verurteilung, so, für immer. Und dann kannst du die Tage zählen, bis das alles, das Kartenhaus zusammenfällt und du nicht mehr übst. Weil du merkst, so die innere Kraft und Disziplin fehlt und dann machst du auch noch den ganz tiefen Eindruck, ich habe wieder versagt. Ich habe es doch schon gefunden, ich hatte die Lösung und sie ist mir entglitten. Und um dem entgegenzutreten, würde ich dir empfehlen, mach dir lauter kleine, also die Salami-Taktik, mach dir kleine Qigong-Projekte, die überschaubar sind, die einen Anfang und ein Ende haben
Und das kannst du alles selber für dich alleine machen, wenn du kreativ bist und sowieso Eigenbrödlerin, Eigenbrödler willst, alles alleine für dich, niemand soll dir in Kram reden. So, dann kannst du jetzt auf Stopp drücken, freu dich deines Lebens. Wenn du sagst, ja, das ist ja alles ganz schön, aber was für Projekte soll ich mir da ausdenken? Dafür gibt es den Qigong Club. Dafür bin ich da. Jeden Tag, also fast jeden Tag. Aber ja, dafür gibt es den Qigong Club eben. Dazu hatten wir zuletzt die 30-Tage-Challenge. Stehen wir ein Baum? Dazu gibt es verschiedene Kurse. Dazu gibt es überhaupt den Qigong Club, dass da mehrere Male in der Woche ein Video ist, dass man wieder erinnert wird, sich mit der Thematik weiterhin beschäftigt. Dazu gibt es jeden Montag einen Montagskurs, den du mitmachen kannst. Ein neues Übungsprogramm, bestehend aus Inhalten der 5 Übungen des Wudang Qigong. Und wie gesagt, die Podia-Kurse alle, die Podia-Videokurse. Qigong für Fortgeschrittene, Qigong für den Rücken, Qigong hierfür, dafür. Das heißt, da gibt es verschiedene Kurse, die ich nicht nur anbiete, damit du, wenn du ein Leiden hast, dann Qigong für den Rücken machen kannst. Qigong für den Rücken ist für alle gut. Selbst wenn du keine Rückenprobleme hast, ist das ein unglaublicher Wirkungsfaktor. Und ich denke, auf Dauer gesehen, das heißt nicht, du sollst jetzt alle Kurse sofort hier kaufen, es geht wieder nur ums Kaufen, sondern es geht darum, dass du die so als Sicherheit hast. Und wenn du merkst, wow, du brauchst ein bisschen Unterstützung oder es fällt dir gerade schwer in einer Lebensphase, dich selbst zu motivieren, dass du sagen kannst, Mensch, in so einer Phase gönne ich mir das dann einfach mal. Dass ich sage, jetzt mache ich mal 10 Tage mit Corno zusammen, jeden Tag ein Video und eine Übungseinheit und lass mich unterstützen und motivieren und begeistern, dass es mir einfacher fällt. Ja, und das ist aus meiner Sicht eine der Hauptaufgaben hier des Qigong Clubs. Nicht unbedingt, ja, auch, dass wir hier die Übung korrekt zeigen und ein paar Tipps und Tricks geben, aber vor allen Dingen, dass wir dich begleiten und unterstützen hier. Dass du nicht alleine bist mit deiner Übung, weil das geht einfach oft schief. Und dann zu sagen, du solltest aber in Gruppen üben, such dir deine eigene Gruppe. Das ist auch wieder so ein Ideal, wo dann vielleicht jeder 10. sagt, ja, habe ich gemacht. Ich habe mit ein paar Freunden zusammen jetzt so eine Gruppe, wir üben zusammen einmal die Woche. Aber übt ihr jeden Tag? Ist Qigong etwas, was man nur einmal die Woche macht? Merkst du selbst, ne? Und daher würde ich sagen, klar, es ist toll, wenn man es schafft, so einen Rhythmus zu finden, einmal am Tag zu üben. Aber wenn dir das schwerfällt, dann weißt du jetzt Bescheid. Mein Tipp ist, nutze den Qigong Club. Und gerade in Links gibt es unten in der Beschreibung zu Podia, zu all den Angeboten, die da sind, also auch Kurse, dass du dann je nachdem in einer schwierigen Phase auch mal dir die Unterstützung gönnst. Das ist so mein Tipp, mein Hinweis. Und dass du auch nicht, dass du ein bisschen von den Idealen weggehst. Da werde ich auch noch mal ein Video zu machen, ein eigenes, aber heute nur so viel dazu. Das ist auch Qigong für Weicheier bedeutet, nicht zu große Ideale im Sinne von, ich muss besonders tief stehen bei der Stehübung, muss besonders lange Qigong-Übungen machen jeden Tag. Alleine wenn du mal eine Zeit lang jeden Tag nur 10 Minuten übst oder so, nicht für immer, aber mal 3 Monate lang oder sowas, und du denkst dir die ganze Zeit, ich sollte eigentlich länger üben oder mehr machen, dann finde ich, nee, der Wechsel macht's. Mach mal ein bisschen weniger eine Zeit lang, mach mal dann wieder ein bisschen mehr, wenn vielleicht eine neue Challenge kommt mit Corno zusammen oder sowas. Und vor allen Dingen nutze den Qigong Club. So viel heute für Qigong für Weicheier und Weicheierinnen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Lass es dir gut gehen mit Qigong. Bis dann. Ciao.